Ja, einen schönen guten Tag anlässlich des Internationalen Tags des Flüchtlings am 27. September und der leider augenblicklich über fast alle Medien laufende Hetze gegen Ausländer möchten wir von Aktion Freiheit statt Angst gern ein Wort für die Menschenrechte einlegen. Hallo. Freiheit statt Angst hat sich nach den Ereignissen im letzten Monat mit mehreren Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit gewandt. Kannst du Aktion Freiheit statt Angst kurz vorstellen und unseren Zuschauern erzählen, warum euch die Entwicklungen so beunruhigen? Okay, mein Name ist Rainer und ich bin seit 15 Jahren bei Aktion Freiheit statt Angst. Das ist ein gemeinnütziger Verein hier in Berlin, hervorgegangen aus dem Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung seit 2007 und immer noch aktuell, leider. Wir setzen uns für die Bürger- und Menschenrechte ein, gegen Massenüberwachung und Sicherheitswahn und kämpfen für Informationsfreiheit und Netzneutralität. Insofern ist der Schutz Verfolgter natürlich ein Teil unseres Engagements für die Menschenrechte und für das Recht auf Asyl. Das Recht auf Asyl ist im Grundgesetz ja eine Erkenntnis aus den großen Fluchtbewegungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch die UN-Flüchtlingskonvention kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg zustande. Wir hatten damals Millionen Heimatvertriebene aus den Ostgebieten, eben Flüchtlinge, das heißt also, ein Drittel, ein Viertel unserer Bevölkerung sind Flüchtlinge damals schon gewesen. Doch bereits seit 1993 unter der Regierung Kohl wurden Änderungen am Asylartikel im Grundgesetz eingebracht. Unter anderem wurde der einfache Satz 1 durch den schwerwiegenden Satz 2 ergänzt. Auf den Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem sicheren Drittstaat kommt, so hieß es dann plötzlich. Und am 26. Mai 1993 wurde der Artikel 16a ins Grundgesetz eingeführt und er definierte sichere Drittstaaten. Damit war das Asylrecht für Verfolgte ausgehöhlt. In den Folgejahren wurden immer wieder darum gerungen, welche Staaten dann zu diesen sicheren Herkunftsländern gehörten. Im November 2014 waren das Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, einfach sichere Herkunftsländer. Dann kam ein Asylpaket nach dem anderen und jedes bedeutete eine Verschärfung. Im August 2016 trat dann das Integrationsgesetz in Kraft. Das sogenannte Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht beinhaltete dann strengere Regeln für Geduldete und sogenannte Gefährder wurden definiert. Im August 2019 wurde das Abschiebungssystem nochmal verschärft, indem eben die Asylbewerberleistungen gegenüber Sozialhilfeempfängern deutlich verschlechtert wurden. Auf die aktuellen Verschärfungen wirst du sicher gleich eingehen. Aber ist es nicht verständlich, dass einige Menschen in Deutschland Angst vor Überfremdung bekommen? Ja, das Problem ist, die Unterscheidung zwischen Flucht und Migration, die wird in fast allen Medien ignoriert. Flucht bedeutet Flucht vor Verfolgung. Migration kann aus verschiedenen Gründen passieren, im Wunsch nach besserer Arbeit. Es können familiäre Gründe sein, Familienzusammenführung. Es können eventuell auch einfach touristische Gründe sein. Man möchte sich das Land mal ansehen. Nicht-EU-Bürger haben große Probleme, ein Visum für Deutschland zu bekommen.
Sie müssen für die Reise Unterkunft, Krankenversicherung, Ausreiseticket nachweisen, um überhaupt ins Land reinzukommen. Wir müssen auf jeden Fall diese beiden Themen trennen. Der Asylartikel bezieht sich nur auf Flüchtlinge und in der UN-Flüchtlingskonvention sind auch die zu respektierenden Fluchtgründe eindeutig benannt. Das ist die Verfolgung aus politischen, rassistischen, religiösen Gründen. Wer also um Asyl bittet, muss diese Verfolgung glaubhaft nachweisen können. Wer nach Deutschland kommt, um hier zu leben oder zu arbeiten, der kann dies gerne auf eigene Kosten tun, hat aber keinen Anspruch auf Unterstützung. Ausnahmen bestimmen eventuell Vorschriften zur Anwerbung von ausländischen Arbeitnehmern in bestimmten Berufsfeldern. So war der Herr Spahn als Gesundheitsminister ja viel unterwegs, um Pflegekräfte oder für den medizinischen Dienst zu werben. IT-Fachkräfte sind ein anderes Problem. Alle anderen illegal nach Deutschland Einreisenden müssen das Land natürlich wieder verlassen. Natürlich, wir sind ja nicht blauäugig. Uns ist auch klar, dass von manchen versucht wird, über ein vorgebliches Recht auf Asyl einzureisen. Hier kann sich aber die deutsche Gründlichkeit beweisen und innerhalb von wenigen Wochen Klarheit schaffen. Asylverfahren müssen nicht 6 Monate oder Jahre dauern. Das ist ja nicht unser Thema, auch wenn wir dazu natürlich durchaus eine Meinung haben. Die USA leben seit ihrer Gründung vom sogenannten Brain Drain. Sie entziehen den anderen Staaten auf der Welt die gut ausgebildeten und integrieren sie in ihr Land. Okay, ist ihr Recht, es ist nicht unbedingt die feine Art. Ob EU-Staaten dies auch tun sollten, ist fraglich und sicher kein Beitrag zur Gleichberechtigung unter den Staaten auf der Welt. Eher sollten die ehemaligen Kolonialmächte diesen Ländern Reparationen für die Jahrzehnte der Ausbeutung zahlen. Das wären Milliarden nach verschiedenen Schätzungen. Hier sehen wir zum Beispiel eben Entschädigung für Sklavenhandel, Klimafolgen, die jetzt den Süden treffen. Also die G7-Staaten schulden den armen Ländern Billionen, also tausende Milliarden. Aber uns geht es heute um Geflüchtete, denen ihr Recht auf Asyl in immer mehr Ländern verwehrt wird. Ihr kritisiert mit der Dublin-Regelung eine seit mehr als 20 Jahren in der EU gültige Vorschrift. Warum? Okay, du meinst die Dublin-Regelung von 2003. Diese Regelung benachteiligt die außenliegenden Länder in der EU, wo die meisten Flüchtlinge natürlich ankommen. Die innenliegenden Staaten dürfen danach in diese Länder Geflüchtete wieder zurückschieben, wenn die zuerst in diesen außenliegenden Ländern die EU betreten haben. Eine Folge dieser ungerechten Lösung für die Außenstaaten ist das Erstarken rechter Kräfte in Italien, in Frankreich und nun auch in Spanien. Das Dublin-Übereinkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag innerhalb der EU und der bestimmt, welcher Staat für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft gestellten Antrags für auf Asyl zuständig ist. Dann kam im März 2003 die Dublin-II-Verordnung. Das sollte also erreicht werden, dass ein Asylsuchender nur noch in einem Land einen Asylantrag stellen kann. Das technische Rückgrat der Dublin II- und III-Verordnung ist die europäische Datenbank Eurodac. Das ist eine EU-weite Fingerabdruck-Datenbank. Jeder Geflüchtete muss bei der Erfassung wie ein Schwerverbrecher alle 10 Fingerabdrücke abgeben. Für die eindeutige Erfassung würde auch ein Finger wie in unseren Ausweisen reichen. Damit ist er oder sie als Asylsuchende erfasst und einem Staat zugeordnet. Dieser Staat ist dann für das Asylverfahren zuständig. Es endet mit Aufnahme oder Ablehnung. Nun gilt seit 1. Januar 2014 die Dublin-III-Verordnung mit einer Ausweitung auf weitere Staaten, die nicht in der EU sind, also Schweiz, Liechtenstein, Norwegen. Doch der EuGH hat festgestellt, das Dublin-Abkommen gilt nicht, wenn im Erstaufnahmeland die Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-Grundrechte droht. Was bedeuten diese Urteile konkret? Ja, hier sehen wir diese Urteile. Es sind viele Urteile. Diese Urteile beziehen sich aber immer auf konkrete Einzelfälle. Aber man kann sagen,
dass eine Unterbringung wie in dem schrecklichen Lager auf der griechischen Insel Moria oder in Drahtkäfigen in Bulgarien es rechtfertigt, wenn der Geflüchtete versucht, in einem anderen EU-Staat also nochmal Asyl zu beantragen. Wird er aber dort um Asyl vorstellig, so stellt man durch Eurodac sehr schnell fest, dass bereits ein Asylverfahren in einem anderen Staat läuft und man versucht dann, die Menschen dorthin abzuschieben, innerhalb der EU. Die Abschiebung in sogenannte sichere Drittstaaten, die sind für die Betroffenen jedoch noch viel schlimmer, da sie dann auch später in der EU keinen Anspruch mehr auf Asyl geltend machen können. Durch unsere Mitarbeit im Flüchtlingsrat Berlin haben wir bereits von einigen solcher für die Betroffenen schlimmen Fälle gehört und haben dies auch in verschiedenen Pressemitteilungen angeprangert. Aktuelles Beispiel war im Juli eben die Abschiebung, und gerade noch in letzter Minute verhinderte Abschiebung einer Oma und ihrer Enkelin aus Kurdistan, die in die Türkei ausgeliefert werden sollten. Das war Rettung in letzter Minute. Gerade heute haben wir von Pro Asyl anlässlich des Tags des Flüchtlings wieder von vielen schrecklichen Einzelschicksalen gehört. So zum Beispiel von Umid R., der im Herbst 2022 der Folter durch den iranischen Geheimdienst in die Türkei entkommen konnte, aber auch dort wurde er wieder eingesperrt und sollte in den Iran abgeschoben werden, was seinen Tod bedeutet hätte. Nur durch die Hilfe von Pro Asyl ist es ihm gelungen, nach Deutschland zu kommen. Ihr helft Geflüchteten auch konkret? Ja, soweit wir das mit unseren wenigen Mitgliedern und Aktiven machen können, im Jahr 2015-17 haben wir zusammen mit der Internationalen Liga für Menschenrechte das Projekt Winterwarm betrieben, hier sieht man die Webseite, um Wohnraum für Geflüchtete zu organisieren. Aber bereits vorher, 2012-13, da waren noch gar nicht die großen Fluchtbewegungen im Gange, haben wir mit unserem Dokumentarfilm Front X die europäische Flüchtlingspolitik angeprangert und auf wirkliche Fluchtursachen aufmerksam gemacht. Der Trailer zu dem Film kann auf unserer Webseite angeschaut werden. Nun zurück in die Gegenwart. Was regt euch an den Plänen der Innenministerin so auf? Der Plan von Innenministerin Faeser besteht aus zwei Punkten, die beide das angebliche Problem aber nicht verringern werden. Das erste sind Kontrollen an allen Grenzen für 6 Monate. Alle deutschen Grenzen sind Binnengrenzen, wir haben keine Außengrenze. Nach dem Schengen-System der EU darf es Grenzkontrollen innerhalb der EU nur in einem Notfall geben und maximal für 6 Monate. So werden dann Fußballmeisterschaften, Weltmeisterschaft oder Europa oder die Olympiade als Vorwände für Grenzkontrollen deklariert. Damit ist Deutschland, welches als Exportnation am meisten vom Schengen-System profitiert und auch verdient, nun mit Schuld an dessen Ende, denn die täglichen Pendler und die tausenden Lkw-Fahrer werden an den Grenzen fluchen und sicher keine Ampelpartei mehr wählen. Auch die dringend notwendigen Fachkräfte werden nicht nach Deutschland kommen, wenn sich das Land derart nach außen abschirmt. Das war das eine Problem. Das andere, was Frau Faeser möchte, sind Zurückweisungen an den Grenzen, wenn jemand dort das Wort Asyl in den Mund nimmt. Grundgesetz und UN-Charta Flüchtlingskonvention verbieten dies aber. 149 Staaten sind dieser Konvention bereits seit 1967 beigetreten. Und ein Grundprinzip dieser Konvention ist das Verbot, einen Flüchtling zurückzuweisen. Das wäre also ein klarer Verstoß, so wie bei den beiden Kurdinnen, wie wir gerade gehört haben. Der Artikel dazu in der Flüchtlingskonvention trägt die Nummer 33, das Verbot der Zurückweisung, Non-Refoulement. Im Gegensatz dazu verlässt ein Migrant seine Heimat üblicherweise freiwillig, um seinen Lebensunterhalt zu verbessern. Sollte er zurückkehren, hat er wieder Schutz in seiner Regierung. Geflüchteten dagegen droht ja Verfolgung. Schauen wir mal in die Flüchtlingskonvention.
die heißt eigentlich Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge. Und da steht drin, Flüchtlinge fliehen vor drohender Verfolgung und können unter den bestehenden Umständen nicht in ihr Heimatland zurückkehren. Kann irgendein Land deshalb als sicher erklärt werden, damit es dann nicht mehr Herkunftsland von Flüchtlingen sein kann? Die Konvention sagt nein. Selbst Anträge der Bürger von Staaten, in denen im Allgemeinen keine ernsthafte Gefahr der Verfolgung besteht, müssen berücksichtigt werden. Also man muss sich zumindest ihre Gründe anhören und prüfen. Anders ist es bei bewaffneten Konflikten oder Kriegen. Kann ein Soldat ein Flüchtling sein? Nein, nur Zivilisten sind Flüchtlinge. Aber ein Soldat kann den Dienst an der Waffe verweigern. Dann ist er oder sie Zivilist und hat das Recht, einen Asylantrag zu stellen. So setzen wir uns seit 2 Jahren auch für die Aufnahme von ukrainischen, russischen und weißrussischen Wehrdienstverweigerern ein. Hier sind so ein paar Links dazu. In der Ukraine wurde ein Friedensaktivist als angeblicher Spion verhaftet. Dann hat sich die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland in den letzten 2 Jahren verfünffacht. Nun gut, sie lag auf niedrigem Niveau, weil wir hatten ja gar keine Wehrpflicht. Aber eben selbst die, die jetzt freiwillig dahin gehen, ja, ein Drittel davon haut so schnell es geht wieder ab. Das ist nochmal ein Beispiel hier, dass ein Kriegsdienstverweigerer eine Verurteilung droht. Gehen wir weiter in die Flüchtlingskonvention hinein. Flüchtlinge haben eine Reihe von Rechten. Zum Beispiel nicht ausgewiesen zu werden, Artikel 32. Sie haben ein Recht auf Wohnraum, Artikel 21. Sie haben Zugang zu Gerichten, Artikel 16. Sie dürfen nicht für die illegale Einreise in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates bestraft werden, Artikel 31. Sie haben ein Recht auf Bildung. Sie haben ein Recht auf Hilfe und Unterstützung, Artikel 23. In welcher Höhe muss man prüfen? Zur Bewegungsfreiheit haben Sie das Recht innerhalb des Gebietes des Staates. Auch eines, was bei uns an einigen Fällen eingeschränkt wurde. Sie haben ein Recht auf Arbeit und natürlich auf Religionsfreiheit, vor allen Dingen, wenn das Ihr Fluchtgrund war, auf die Ausstellung von Identitäts- und Reisedokumenten. Wenn Sie also Ihren Ausweis auf der Reise verloren haben oder der Ihnen schon im Fluchtstaat abgenommen wurde, aus dem Sie kommen. Eigentlich sind damit alle Neiddiskussionen, die von rechten Kräften angestoßen werden, völlig überflüssig. Denn aus diesen Menschenrechten ergibt sich automatisch, welche Leistungen Geflüchteten zusteht. Und im Einzelnen muss ein Gericht dazu urteilen und nicht die Volksseele am Stammtisch. Das erscheint mir doch alles seit Jahren geregelt. Warum kocht dann dieses Thema immer wieder? Und im letzten Monat so besonders hoch. Ja, das Thema wurde verbunden mit rassistischer Hetze von der AfD, besonders für den Wahlkampf in den 3 ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das Fatale war, dass die CDU diese menschenfeindlichen Positionen der AfD einfach übernommen hat und in einen Überbietungswettbewerb mit den Nazis eingestiegen ist. Nichts ist mehr christlich an den Inhalten der CDU. Das genauso Fatale ist, dass die Medien in der Mehrzahl dem gefolgt sind, in der Hoffnung, ihre Auflage oder Position im Internet zu verbessern. Und am Ende hat die Ampel all ihre Vereinbarungen, die im Koalitionsvertrag vereinbart waren, versenkt und hat sich von menschenrechtlichen Standards genauso entfernt wie auch von den Bürgerrechten und dem Schutz des Bürgers vor dem überwachenden Staat. Auch dafür gibt es einige Beispiele. Wir haben jetzt die Kampagne Keine Gesichtserkennung und wir wollen keine Big Data Analysen durch die Polizei, nämlich einen Abgleich mit Gesichtern und Stimmen aus dem Internet. Das würde ja bedeuten, wir müssten all unsere Fotos aus dem Internet löschen, was praktisch gar nicht geht, weil es immer noch irgendwo Kopien gibt.
Das Irre ist, selbst das bisher in Deutschland geachtete Kirchenasyl wird inzwischen im christlichen, CDU-regierten NRW missachtet. Dagegen gibt es eine Petition, die schon über 57.000 Unterschriften gefunden hat. Rückenwind fürs Kirchenasyl. Das war jahrelang überhaupt keine Frage, in eine Kirche einzudringen und die Leute da rauszuholen. Und jetzt passiert es einfach wegen der öffentlichen Stimmung. In dieser Petition heißt es, Regierung und Opposition übertreffen sich aktuell in ihrer Rhetorik in der Abschiebedebatte und übernehmen dabei sogar noch rechtsextreme Erzählungen der AfD. Ja, Ähnliches gilt auch für Petitionen gegen die Überwachungsgesetze, weil diese biometrischen Fotos und sowas, das ist natürlich auch irre. Ja. Das kann heute nicht mehr unser Thema sein und unsere Zeit läuft ab. Ja, ja, man müsste eigentlich jeden der angeführten Thesen aus der letzten halben Stunde und die Links dazu genauer untersuchen. Dazu fehlt uns die Zeit. Ich möchte deshalb nur auf eine Aussage von Ex-Kanzlerin Merkel verweisen, die stets behauptete, sie kümmere sich um die Fluchtursachen. Sie meinte damit die zu lockeren Grenzen, also die Unfähigkeit der arabischen Staaten, am Mittelmeer ihre Grenzen für Flüchtlinge undurchdringlich zu machen. Damals hat sie damit begonnen und das wird derzeit von der angeblich so fortschrittlichen Ampelregierung sogar noch intensiviert. Abkommen mit diesen autoritären Staaten Nordafrikas zu treffen, dass diese keine Migranten zu den Booten an der Küste zum Mittelmeer gelangen lassen. Wir haben das gerade erlebt, das war Ägypten, Libyen, Tunesien, da war die Außenministerin mehrfach, Marokko auch. Aber es waren auch Mali, Niger und andere zentralafrikanischen Länder, in denen sogar Bundeswehrsoldaten stationiert wurden, angeblich zur Terrorabwehr. Stattdessen beruht der Migrationsdruck, also die große Zahl von Arbeitsmigranten, das sind keine Flüchtlinge, auf den wahren Fluchtursachen. Und die haben wir 2013 in unserem Film Frontex bereits erwähnt. Das sind einmal Nachwirkungen der Kolonialzeit und die maroden Regierungen, die dort mit dem Segen der ehemaligen Kolonialmächte diese Abhängigkeit aufrechterhalten. Die andauernde Ausbeutung durch Wirtschaftsverträge, sogenannte EPAs, European Partnership Agreements, die die Länder des Südens benachteiligen. Da gibt es eine schöne Geschichte über die Hühnerreste, die wir aus der EU nach Ghana exportieren, aber gleichzeitig verbieten wir dem Land, seine Agrarprodukte in die EU zu importieren. Gut, und dann kennen wir alle den Anstieg der Waffenlieferungen in Länder wie Somalia, Sudan, Mali, sonst wo, Kongo. Dort laufen Kriege mit unseren Waffen, ja, in der Ukraine auch. Während die ersten beiden Punkte die Arbeitsmigration fördern, erzeugt der dritte Punkt wirkliche Flüchtlinge. Sehen wir, diese Karikatur ist leider wahr. Solange diese Fluchtursachen nicht beseitigt werden, müssen wir damit leben, dass Menschen ihr Land verlassen, um bei uns Schutz zu suchen oder Arbeit. Nicht umsonst stehen wir hier vor den Drohnenquills. Liebevoll hergestellte Andenken an über 300 durch US-Drohnen in Afghanistan, Pakistan und dem Jemen getötete namentlich bekannte Kinder. Diese Ausstellung der Decken und die dazugehörigen Texttafeln können gern bei uns ausgeliehen werden und irgendwo ausgestellt werden, um diesen Wahnsinn bekannt zu machen. Wir haben zu dem Thema bereits vor 6 Jahren eine eigene Sendung gemacht, die durch den inzwischen immer weiter ausgeweiteten Einsatz von automatischen Mordwerkzeugen in Armenien, Aserbaidschan, Ukraine und Russland und im Nahen Osten aktueller ist denn je. Hier gibt es den Link zu unserer Drohnenseite. Möchtest du das Flüchtlingsthema noch mit einem Schlusssatz zusammenfassen? Es ist also wirklich wichtig, sich bei Diskussionen
zum Thema Flüchtlinge an die Fakten und die gültige Rechtslage zu orientieren. Stammtischparolen nützen uns nichts und in einigen Monaten werden wir sehen, dass auch die der UN-Flüchtlingskonvention natürlich widersprechenden Forderungen von Frau Faeser keine wirklichen Verbesserungen gebracht haben. Das ist alles, was wir dazu sagen können. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und ja, schauen Sie mal auf unsere Webseite.